passierte am Abend des 4. April. Die Sonne ging unter, es war grad ziemlich still. Nur ein paar Krähen waren zu sehen. Sie waren unterwegs, ich weiß nicht wohin. Ich sah sie langsam gen Osten ziehen. Ich dachte nach über einige Sachen, die Menschen so tun, plötzlich musste ich lachen. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Das ganze Leben ist nur ein Witz. Und alles, was wir so anstellen, um anders zu sein als die anderen, ist nichts als Schein. Und ich sah ein: Wir wollen alle mehr oder weniger dasselbe, seit es Menschen gibt. Nimm Platz an der Sonne, genug zu essen, ein Bett und jemanden, der uns liebt. Wie weit geht Originalität zum kulturellen Identität? Und wo wir gerade beim Thema sind, wüsste ich gern mal, sind Fremdwort in Rockmusik legal oder wird das zu rational? Was wir begehren, weil wir so gerne was Besonderes wären. Ich glaube, ich gründe einen Verein, da darf kein anderer hinein. Ganz egal, was du tust, ganz egal, wer du bist, die einfache Wahrheit ist: Wir wollen alle mehr oder weniger dasselbe, seit es Menschen gibt. Genug Vitamine, frisches Gemüse, kein Fett. Wir wollen alle mehr oder weniger dasselbe, seit es Menschen gibt. Platz an der Sonne, genug zu essen, ein Bett und jemand, der uns das Frühstück ans Bett bringt und abends ein Lied singt, den MP3-Player mit alles von Slayer. Natürlich, gebührlich und gar keine Frage, eine riesen, gigantische Mega-Anlage.